So, nochmal. Grabwächter, Grabwächterin. Hier spricht Ustra. Oben seht ihr, es ist ein Notfallsendeplan aufgetreten. Warum? Ihr habt vielleicht die letzten Tage gemerkt, es läuft nicht wirklich rund. Auch die Leute, die nachschauen bei YouTube, danke nochmal dafür eure Unterstützung, merken, irgendwas ist faul. Und das schon seit diverser Zeit. Jetzt habe ich mich entschieden, das Ganze öffentlich zu machen und das Ganze zu erzählen, was hier problematisch ist. Und jetzt nichts Dramatisches von meiner Seite aus, sondern mein wunderbarer Internetanbieter, er heißt Unity Media. Vielen Dank nochmal dafür, dass hier nichts klappt seit Monaten. Vielen Dank! Ihr seid die besten inkompetenten Leute, die ich jemals getroffen habe. Ja, geht hier nichts. Ich kann da anrufen jeden Tag. Es gibt keine Lösung. Hier kann der Techniker kommen jeden Tag. Es ist, wie es ist. Abends habe ich kein Internet. Zumindest nicht so, dass es irgendwie annehmbar, streambar oder irgendwie machbar ist. Hi, GB Girl. Ja, und deswegen wollte ich euch einmal hier Bescheid sagen, wie es den nächsten Monat aussehen wird. Wir sind in einem Umschwung. Bedeutet, ich muss diesen Anbieter loswerden, mir einen neuen suchen und in dieser Zeit werde ich halt dann streamen, wann ich streamen kann. Zum Beispiel wie heute am Ostermontags, mitten am Tag, wo sicherlich alle Leute rege darauf warten, dass ich endlich online komme. Wie auch immer, es ist, ihr habt es vielleicht im Sendeplan gesehen, im Moment ist Notfallsendeplan. Alles, was passiert, passiert irgendwie außer der Reihe. Ich werde diesen Monat, um das zu definieren, ich werde diesen Monat keine neuen Projekte anfangen. Ich werde versuchen, Stardew Valley so gut es geht zu retten und dieses Projekt normal, wie ich kann und wie ich es dann nachholen kann, werden wir dann nachholen und dann halt bringen für euch auch auf YouTube, wie es funktioniert. Ihr merkt schon, das hier ist ein kleines Vlog-mäßiges Zeug für alle, die gerade live noch im Chat sind, wenn jemand am Ostermontag im Chat ist. Ja, und so ist es einfach. Also nochmal zusammengefasst, Notfallsendeplan, Internet geht nicht, weil wegen Internetanbieter inkompetent. So, keine Lösung in Sicht, die zucken nur mit den Schultern und nehmen mir mein Geld aus der Tasche. So viel dazu. Das kostet mich Nerven und Zeit und ich weiß, ich enttäusche damit eine Menge Fans und Freunde, die hier zuschauen wollen und nicht zuschauen können. Und das tut mir an dieser Stelle leid. In den letzten Tagen habe ich gesagt, ja, es macht keinen Sinn mehr, das Ganze hier zu supporten. Im Moment fühle ich mich auch so. Die letzten Monate waren wirklich so, hey, juppidi, ich gehe jetzt streamen, ich freue mich, das wird geil. Und ich gucke so, wie die Uploadrate ist und ich denke so, oh, scheiße. Von dem, was ich erzähle, kommt vielleicht die Hälfte an, wenn ich Glück habe. Das ist schlecht. Oh, wir haben Verzögerungen von über 10 Minuten oder mehr. Das ist richtig klasse. Das will bestimmt jeder sehen. Für die Nachschauer fällt das nicht so auf. Außer, wenn sie in die rechte Ecke des Bildes schauen und den Chat sehen. Wenn ich auf den Chat reagiere und wenn der Chat tatsächlich im Bild in der Chatbox auftaucht. Da könnt ihr mal eine Stoppuhr stellen, falls ihr an sowas Interesse habt. Es ist schrecklich. Das nur dazu. Ja. Deswegen nochmal. Wir werden alles versuchen, es so gut wie geht festzuhalten. Ich werde einfach in ungewöhnlichen Zeiten streamen, hier und da, Wochenende irgendwie mittags oder wann auch immer, wo ich halt irgendwie Internet finde. Das ist nicht so einfach, weil ihr wisst, der Ustra, der geht auch normal arbeiten und der kann tagsüber nicht mittags spielen oder sonst irgendwas, weil er muss sich ernähren, er muss sich waschen und meistens muss er arbeiten. Und ich habe noch eine Freundin, die braucht auch Aufmerksamkeit und das ist auch okay so, denn ich möchte auch mein Leben auch ein bisschen genießen. Trotzdem will ich das hier nicht verlieren und trotzdem will ich mich hier reinhängen. Warum? Weil ich das seit 5 Jahren mache und ich weiß warum. Weil mir das Spaß macht, weil ich das will. Deswegen keine Sorge, wir finden eine Lösung, wie es weitergeht. Zum Weitergehen. Nächste Sache. Werden wir ein bisschen wieder Ustra neu erfinden? Das liegt daran, weil jetzt in der letzten Zeit so viel Mist war und weil ich ab und zu unzufrieden bin, wenn ein Spiel mehr oder weniger, wenn wir ein Spiel anfangen auf dem Kanal und das läuft einfach ein halbes Jahr oder mehr. Ich finde, das ist eine lange Zeit. Und ich finde, das ist auch eine lange Zeit des Stillstands. Denn das ist das andere, womit ich ein bisschen kämpfe in letzter Zeit. Das ist der Stillstand. Folgender Stillstand ist nämlich...
Jackpot. Still supporting. Hextra, das ist super von dir. Vielen Dank für die Unterstützung. Hallo als neuer Streamboss mitten im Vlog. Lass das, ich habe hier zu tun. Dankeschön. Ja, und ich weiß, viele von euch, denen interessiert das eigentlich gar nicht. Hauptsache, ich mache weiter Videos und denen ist es im Hintergrund gar nicht so wichtig, weil das Wichtigste ist, dass ich vielleicht noch die Leute halt, dass ich halt noch Spaß habe und dass ich halt noch den Spaß voranbringe. Und das ist auch okay so. Trotzdem möchte ich mich ein bisschen erklären, was hier gerade so passiert. Ja, ich war irgendwie bei Stillstand. Stillstand ist im Moment auch ein Problem. Für mich persönlich. Ihr könnt nichts weiter machen als das, was ihr tut. Zuschauen, damit supporten, dabei sein, mit abstimmen und die ganzen Dinge, die... Bitte nur Hex. Okay, nur Hex ist noch besser. Und die ganzen Dinge, die ihr schaut, eh schon macht, wiederkommen und so weiter und so fort. Hey Skyly, schön dich zu sehen. Ja, im Moment klappt's. Deswegen kann ich euch dagegen nicht sagen und ihr werdet das auch nicht merken. Ich selber merke es aber. Ich selber merke, dass wir kriechend alle 2 bis 3 Monate einfach einen neuen Follower kriegen. Das ist das auf Twitch oder beziehungsweise einen Abonnenten auf YouTube. Und das ist merkwürdig, weil man denkt ja irgendwie, etwas verbreitet sich. Aber anscheinend nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Das nervt mich noch manchmal. Es ist Stillstand. Und ich denke, dieser Stillstand liegt zum Teil daran, dass bei mir auch die Spiele immer stillstehen. Wenn ich 6 oder 7 Monate in einem Spiel hänge und die Interesse für diese Spiele nicht da ist, was ja auch nicht schlimm ist, außer bei denen, die schauen, dann kommt natürlich niemand von außen und guckt sich das an. Na klar, ist ja auch nicht schlimm, aber irgendwo schon. Weil es ist so eine Sache von, ich möchte mehr Leuten die Unterhaltung bieten. Aber ich freue mich über jeden, der da ist. Also es ist so ein wilder Mix zwischen mir, doch egal, ob neue kommen oder nicht, weil die Leute, die da sind, die kann ich beglücken. Und schade, dass nicht mehr Leute da sind, weil ich denke, ich bin in der Lage, mehr Leute zu beglücken. Das hört sich total falsch an. Ich meine, es war trotzdem so. Das andere, was ich noch sagen will, das Farms Reality Projekt gefällt mir super gut. Es ist ein Projekt, woran ich sehr viel Spaß habe. Hätte ich nicht gedacht. Bisschen mit Erde arbeiten, bisschen gucken, wie Pflanzen wachsen. Und das ist toll. Und danke nochmal da, dass ihr das alles so fleißig schaut und mitfiebert und mir Tipps gebt und im Allgemeinen ja, einfach da drauf schaut und vielleicht auch ein bisschen lächeln könnt, weil ich mich da zum Affen mache, weil ich auch nicht alles gebacken kriege. Und das ist schön. Das freut mich wirklich von Herzen, dass ich auch einfach nur mit meiner Art und mit mir selbst, ohne einen Game in den Vordergrund zu schieben, ein bisschen Spaß verbreiten kann. Das ist schön. Das freut mich auch. Und ich dachte eigentlich nicht, dass das so ist, weil ich kann es jetzt hier sagen, bevor ich ein so ein Video mache, Farmsability, da mache ich bestimmt 20 Synchro-Claps und ich mache bestimmt 5-mal ein Intro, weil ich einfach nervös bin und weil ich einfach mal denke, ach, das ist alles doof. Und dann irgendwann geht es aber trotzdem und es geht einfach los, so wie hier, jetzt mit dem Vlog, beziehungsweise Erklärungsvideo, beziehungsweise Krisensitzung, beziehungsweise alles Mögliche. Manchmal bin ich in so einem Flow, dann funktioniert das einfach. Da bin ich, dann kann ich nach vorne gehen und dann will ich einfach nur sagen, was ich zu sagen habe. Ich denke, das ist hier ganz gut gelungen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Alle die gerne hier sind, die gerne Grabwächter sind, die gerne meine Reise verfolgen wollen und die Spiele, die wir hier machen, gemeinsam mit mir und mit den anderen in der Community erleben wollen, die kann ich im Moment nur um Geduld bitten und schaut da rein, wo ihr gerade reinschauen könnt. Eventuell findet ihr auf dem Kanal... Das ist eine riesige Bibliothek auf YouTube. Ha, und die gibt es auch auf der Website übrigens. Wer sich nicht durch irgendwelche Playlists stumpf klicken will, kann sich durch Bilder klicken auf der Website. Gibt es ganz viele Spiele, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt, wo man vielleicht mal reinschauen kann, wenn gerade nichts läuft. Das würde mir natürlich persönlich sehr gefallen, denn dann lernt ihr mich vielleicht noch von anderen Seiten kennen. Horrorspiele zum Beispiel oder mal einen Shooter. Es gibt ein paar Dinge, definitiv, die interessant sind. Oder ein anderes Rollenspiel, was ihr vielleicht gar nicht kennt. Und das ist mehr Support, als um den ich bitten kann. Und jetzt würde ich sagen, Dankeschön an dieser Stelle nochmal an euch. Haltet durch. Bald geht es hier in neuem Gewand und mit alten Sitten. Wie gewohnt weiter. Danke an dieser Stelle. Ciao. Habt ihr gesehen, kann ich.